Herzlich willkommen zum 11-Uhr-Slot auf Potsdok 2018. Auf der Bühne haben Platz genommen die Herrschaften von Hashtag Mensch. Das ist ein großes Projekt, was schon seit einiger Zeit im Hintergrund immer mal wieder von sich hören hat lassen. Ende dieses Monats geht es also tatsächlich an den Start und wir sind hier Zeugen einer kleinen Vorpremiere. Es werden uns Appetithäppchen geliefert, damit wir wissen, auf was wir uns freuen können. Auf der Bühne sitzen Lara, Philipp und Jakob und sie laden jetzt ein zum Genießen. Genau. Ja, herzlich willkommen bei Vorpremiere von Hashtag Mensch, der am 31. August an den Start gehen wird. Wie der Martin so korrekt gesagt hat, das ist jetzt, ihr werdet jetzt ein bisschen Einblick kriegen, was ist Hashtag Mensch, aber was auch, was erwartet euch in der ersten Staffel und drei Ausschnitte, also gesagt, Ausschnitte aus drei Folgen hören. Aber erstmal, um da anzufangen, Hashtag Mensch, was ist das für dich zum Beispiel, Jakob? Also was ist Hashtag Mensch? Momentan ist das eine sehr spannende Zusammenschluss von verschiedenen Leuten, wovon wir drei uns hier zum ersten Mal überhaupt sehen und miteinander erleben können, weil wir bisher uns nur über Slack organisieren und einer unglaublich interessanten Aufruf beim Sendegate gefolgt sind, uns nämlich zu melden und uns einem Podcast-Projekt im Werden anzuschließen, was sich da Hashtag Mensch nennt. Ah, Verzeihung. Jetzt werde ich hoffentlich weniger. Genau, und deswegen sitzen wir hier und sind eigentlich sehr dabei zu brainstormen, zu gucken, was haben wir schon alles zusammengetragen, weil es ist eine ganze Menge, was demnächst jetzt dann eben on air gehen wird. Und Philipp, wie bist du dazu gekommen? Tatsächlich bin ich auch dem Aufruf gefolgt, mich bei Lara zu bewerben für das Projekt. Ist mir damals nicht über Sendegate, sondern via Twitter in die Timeline gespült worden. Und für mich klang das nach einem, erstmal, und ich glaube, das geht vielen Leuten so, die es erstmal davon hören, ein bisschen ein ungreifbares Projekt, weil, also diese Prämisse, so alles, was Mensch sein kann und ausmachen kann, das klingt so unglaublich groß, vielleicht auch ein bisschen lose und damit vielleicht erstmal verloren. Wir werden aber später sehen, dass es schon einen ordentlichen Rahmen drumherum gibt. Aber das Ganze hatte immer schon für mich gefühlt, als Außenstehender, einen sehr starken Anspruch an eine ordentliche Produktion und nicht an ein, wir machen mal irgendwie und dann gucken wir mal, was rauskommt, sondern an eine gewisse Stringenz, an einen gewissen Qualitätsanspruch und auch einen gewissen Anspruch an die Inhalte. Dankeschön. Jedenfalls habe ich mich dann eben bei Lara beworben und kam dann eben in den, in diese Gemeinschaft rein, wo wir zusammen Aufnahmen produzieren. Und wir haben vorhin auch ein bisschen länger diskutiert, was sind wir jetzt eigentlich genau begrifflich? Also sind wir jetzt eine Gemeinschaft oder eine Community oder eine Kommune oder im Endeffekt sind wir gerade 9 Personen, die zusammen einen Podcast stemmen. Und das heißt jetzt nicht, dass eine Person immer die Vorproduktion macht und eine Person immer den Schnitt, sondern dass die Sachen ja eher so ein bisschen Peer-to-Peer-mäßig aufgeteilt werden, eben unter den Augen von Lara. Ja, also ich bin die Initiatorin und die Produzentin des Hashtag Mensch. Das heißt, ich hatte Ende Dezember mal eine Idee für einen Liebes-Dating-Podcast. Das Konzept habe ich dann nochmal überarbeitet im Januar und habe dann, Januar, Februar war das dann rum, und habe dann im März angefangen, Leute zu suchen über verschiedene Kanäle und habe sie gegastet, und seit April sind wir eigentlich dran zu arbeiten. Und warum ist Hashtag Mensch so breit gefasst? Also wir haben gesagt, alles, was im menschlichen Leben quasi passieren kann, kann Thema von unserem Podcast sein. Einfach weil ich gesagt habe, ich finde es schade, wenn wir einfach schade ist natürlich, ist, so kann man es ausdrücken, so kann man es nicht ausdrücken. Ich wollte nicht nur einen Sachpodcast zu einem Thema machen, sondern wirklich einen breiten Podcast machen, der hat viele Leute mit verschiedenen Interessen anspricht. Also das ist bei uns weniger ein Podcast ist, den man von A bis Z durchhört, sondern den man auch mal sagen kann, hey, mich interessiert die Folge über Depression und die Folge über Sterbehilfe und ich höre einfach die zwei, oder ich höre alle Folgen, die zum Beispiel mit Thema Hobbys oder Thema Beruf irgendwie was zu tun haben. Und dementsprechend ist das halt ein Podcast, der jetzt nicht per se nur der passionierte Podcast-Hörer anspricht, der wirklich von 1 bis 100 durchhört, sondern auch Leute, die halt nicht unbedingt etwas mit dem
Medium-Podcast so oft zu tun haben. Und deswegen war das auch einfach die Idee, dass man so einen Podcast, der so frei ist, auch extrem gut weiterentwickeln kann, dass ich den Leuten, die mitarbeiten, die Chance geben, dass sie sich quasi entwickeln können, sagen können, ich möchte dies und jenes machen und ich muss mich nicht an irgendwie Richtlinien oder so halten. Und dementsprechend, ist es halt ein Podcast, der breit gefächert ist, ein großes Portfolio hat, vielleicht im Gesamten nicht eine einzelne Person anspricht, sondern einfach extrem viele Leute. Und das hat dazu geführt, dass Hashtag Mensch eigentlich so breit gefasst ist vom Portfolio. Es ist nicht ohne Grund, sagen wir, es ist der Podcast, der dich von der Wiege bis ins Grab begleitet, weil halt, ja, das genau eigentlich alle Themen abdecken soll. So, ja. Richtlinien haben wir schon, also es ist jetzt nicht so, wir sind kein Laber-Podcast. Wir sind kein Laber-Podcast, das ins Endlose geht, sondern wir versuchen uns alle so ein bisschen daran zu orientieren, dass man so, was haben wir für, also dreiviertel Stunde bis maximal 90 Minuten, dass es nicht zu ausufernd wird. Ist das so die einzigste Richtlinie bisher, die wir so im gemeinsamen überlegt hatten? Tatsächlich unter zweiwöchentlicher Erscheinungsverlauf, der jetzt in der ersten Staffel bis zu Ende Januar gehen wird. Es ist eigentlich das bisher das Einzige, was wir so als erstes mal so im Kopf hatten, dass wir eigentlich immer zwei Moderatoren und einen Gast haben wollen. Das haben wir jetzt in den meisten Folgen tatsächlich hingekriegt für diese Staffel, aber es ist halt nicht etwas, was in Stein gemeißelt ist. Genau, es ist alles vorproduziert? Es ist, es ist jetzt 9 von 11 Folgen stehen, das heißt, wir sind wirklich gut im Zeitplan drin und dementsprechend ja vorproduziert, weil es halt eine sehr aufwendige Produktion sind teilweise und wir halt wirklich das auch gebraucht haben, damit wir euch auch fortwährend Content liefern können. Das bedeutet, die meisten Folgen entstehen tatsächlich in einem Remote-Setting, weil wir eben nicht zusammen wohnen und leben. Ich komme zum Beispiel aus Berlin. Ich aus Wiesbaden. Nürnberg. Genau, und wir haben noch andere Vertreter aus der ganzen Republik zusammen und das ist schon sehr spannend, finde ich, weil man kennt sich nicht, man sieht sich nicht, man hört sich eigentlich nur und dazu kommt dann immer noch ein Experte, der dann entweder gegenüber sitzt und dann den anderen nicht sieht und nicht kennt oder man hat das Glück und alle machen Remote. So sind bisher eigentlich alle Folgen entstanden. Genau, mehr oder weniger, ja. Was war denn deine Motivation, zum Podcast zu kommen, Philipp? Mhm. Für mich war es einerseits, ich sag mal, der Anspruch, der da war, war vielleicht im ersten Moment ein bisschen abschreckend mit einem, ja, bewerb dich drauf, weil das klingt natürlich jetzt gleich nach, schon hochschwellig und kann ich da so einfach mitmachen und mit meinen, ja, ich habe jetzt noch keine 10 Jahre Erfahrung im Podcast-Bereich, passe ich da überhaupt rein, aber tatsächlich macht es auch schon Sinn abzuchecken, passt man da rein, hat man da ähnliche Vorstellungen, ähnliche Wünsche, aber mich hat einfach stark davon motiviert zu sagen, eben diese große Klammer und vielfältigen Themenmöglichkeiten und andererseits auch die Freiheiten, die mir in dem Projekt gelassen worden sind, sowohl die Themenwahl, also die Vorschläge, die ich einbringen konnte, als auch, dass ich sagen konnte, ja, also jetzt in meinem Fall, ja, also schneiden, wenn das jetzt ich nicht muss, dann mache ich das auch noch gleich mit und irgendwie habt ihr den Anspruch, noch die Shownotes zu schreiben und die Kapitelmarken reinzuklatschen. Ich will das alles machen. Und wenn jemand anderes Hilfe braucht oder so, schneide ich da auch mal mit, aber ne, mein Zeug würde ich selber machen. Wenn ich es abgeben muss, ist auch okay, aber nee, ich durfte da sozusagen mich entfalten und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass ich da zwar in so einer großen Klammer mich aufhalten konnte, die mir auch ein Stück weit dann eine Form und eine Sicherheit gegeben hat, auf der anderen Seite ich aber auch die Freiheiten hatte, die ich am Podcast einfach so schätze und liebe. Ja, also um mal so eine Erklärung zu geben, ich habe den Podcast tatsächlich so versucht aufzubauen, wie man eigentlich auch größere Produktionen aufbaut, indem man verschiedene Abteilungen hat und verschiedene Zuständigkeiten mehr oder weniger. Und das ist, glaube ich, nicht so ganz gängig im deutschsprachigen Podcast-Bereich. Und es war sicherlich auch mal eine Herausforderung, so einen neuen Weg zu beschreiten. Und du? Deswegen dreht sich ja unsere Diskussion auf, was sind wir eigentlich? Sind wir ein Kollektiv oder sind wir eine Community oder wie auch immer? Ich hatte bisher beim Podstock hier so den Eindruck, es gibt diese Art von Zusammenarbeit, gibt es so erstmal noch nicht. Aber vielleicht ist das tatsächlich ein neues Herangehen mit diversen Herausforderungen, die wir da so zu meistern haben. Genau das war für mich der Grund, mitzumachen. Ich habe einen eigenen Podcast, das ist der Interview-Podcast und
mein Claim ist ein Mensch, ein Thema. Und dann dachte ich so, okay, Hashtag Mensch, das gibt eventuell Schnittmengen. Und ich fand halt die Herangehensweise über Sendegate eine Art Stellenausschreibung zu machen, fand ich schon mal sehr ansprechend. Das wirkt so sehr professionell und habe auch gebibbert, ob ich da genommen werde und so. Genau, ja, es hat sich bis jetzt bestätigt. Also es ist ein durchaus sehr professionelles Herangehen, vor all den Hintergründen, die wir schon geschildert haben, mit dem, dass man sich eben nicht sieht und sich nur hört. Aber eben auch die Themenvielfalt ist, ist sehr, sehr spannend und eben sehr offen, was man alles tun kann. Genau. Genau. Und wie du sagst, bin ich völlig bei dir. Das Thema ist auch an sich spannend, weil ich es jetzt gar nicht so explizit erwähnt habe. Ich habe sonst hauptsächlich Comedy-Podcasts und jetzt mal so in die ganz andere Richtung zu gehen, da auch sehr ernste Themen anzugehen, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Auch um es jetzt ein bisschen vorne wegzunehmen schon für die erste Staffel. Ja, und das ist ein gutes Stichwort. Kommen wir zur ersten Staffel. Was wird euch so ein bisschen erwarten? Also ihr kriegt nachher auch einen Flyer ausgehändigt am Ende der Show, nicht weglaufen. Da kriegt ihr auch einen schönen Magnet noch dazu. Da stehen alle, ja genau, mit unserem Logo und extra Premiere Podstock, damit ihr auch wisst, ihr wart einer der exklusiven Zuschauer dieser Premiere. Es ist was Tolles. In 10 Jahren könnt ihr das für viel Geld bei eBay versteigern. Ah, was? In einem Jahr. Ich sehe schon, die Handys gehen jetzt auch abfotografieren und sofort verkaufen. Ja, genau. Und euch erwarten 11 Folgen insgesamt. Eine davon wird so eine Bonusfolge, die wir hier so ein bisschen vom Podstock aufnehmen werden, beinhalten. Die wird in Weihnachten rumgehen, aber es von den Themen her ist es wirklich, wir haben Hobbys, wir haben auch, aber zum Beispiel auch einen Neurologen, der über Depressionen spricht. Wir haben einmal über Sterbehilfe in den Niederlanden, weil dort die aktive Sterbehilfe erlaubt ist. Da haben wir auch mit jemandem vom Verein dort vor Ort geredet. Wir haben zum Beispiel eine Folge über einen blinden Radiomachen, über den Artin. Wir haben wirklich ein großes Themenfeld und das wird sich durchziehen bis zum Ende Januar. Und dann wird voraussichtlich die zweite Staffel starten. Aber erstmal möchte ich euch einen Audio-Trailer, der jetzt auch schon eine Weile draußen ist, aber für alle, die es noch nicht gehört haben, zur ersten Staffel abspielen. So. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind der Christian. Hier ist Andreas. Hier ist Nick. Hier ist Lara. Hier ist Philipp. Hi, hier ist Paul. Ich bin Steffi. Und Jakob. Wir sind Teil des Podcasts Hashtag Mensch. Hashtag Mensch. Hashtag Mensch. Hashtag Mensch ist ein Podcast, der über das Spektrum des menschlichen Lebens berichtet. Er begleitet dich quasi von der Wiege bis ins Grab. Und dabei reden wir etwa über außergewöhnliche Hobbys wie das Cosplayen. Über Hate Speech im Netz und den Umgang damit. Sterbehilfe oder Auswandern. Körperlich und geistig fit bleiben im Alter. Wie es ist, als Burlesque-Tänzer aufzutreten oder als blinder Mensch Radio zu machen. Oder vieles, vieles andere. Also sei dabei, wenn der Podcast Ende August an den Start geht und abonniere heute schon unseren RSS-Feed, folg uns auf Twitter, like uns auf Facebook und abonniere uns auf YouTube. Man hört sich. Genau, das ist der Audio-Trailer. Dankeschön. Das ist der Audio-Trailer zur ersten Staffel, wo schon einige Folgen quasi angeteasert wurden. Wir werden euch jetzt Ausschnitte aus 3 verschiedenen Folgen einspielen. Das ist einmal die erste Premiere-Folge, die am 31. August reinkommt oder rausgeht. Das ist außergewöhnliche Hobbys, heißt sie Burlesque. Es geht um den Burlesque-Tänzer Philipp. Nicht unseren Philipp. Das macht auch, ja, macht auch klar in der Podcast-Folge. Jetzt wird es nämlich verwirrend. Ich habe den interviewt. Also das heißt, die ganze Zeit redet ein Philipp mit einem Philipp und dann haben wir noch jemand mit dabei, den zweiten Moderator, der sozusagen uns dann auch noch adressiert. Genau, genau. Ja, und dann werden wir einmal aus der Folge, das ist der zweite Teil quasi von außergewöhnliche Hobbys, da haben Jakob und Paul über LAB und Coswell gesprochen, da werden wir 2 Ausschnitte hören und dann hört ihr noch eine Folge, wo ich dabei war, die heißt Fit bleiben im Alter, die habe ich mit dem Christian, den Obomann, wenn man den kennen könnte oder sollte, gemacht mit seiner Mutter und dann haben wir darüber geredet, wie man im Alter fit bleibt. Also, wie gesagt, was seine Mutter alles macht, um fit zu bleiben. So, in dem Falle gebe ich jetzt das Wort an dich.
Erzähl doch mal, Philipp, was ist Burlesque und was geht's in der ersten Folge? Gerne. In der ersten Folge interviewe ich den Burlesque-Tänzer Philipp. Ich kenne ihn schon ein bisschen länger. Aber er erklärt in der ersten Folge erstmal ganz grundsätzlich, was Burlesque ist. Also Burlesque ist eine, wie man, soll man es erklären? Am besten hört man den Podcast an, wenn es rauskommt. Aber um es jetzt kurz zu fassen, es ist eine Show, oft mit Tanz, mit viel aufwendigem Kostüm, in dem es auch um Erotik geht, aber nicht primär um das Nacktsein oder so einen klassischen Striptease, sondern es ist eher was sehr Spielerisches. Und er ist nämlich selber, noch gar nicht so ewig lang, selbst dazu gekommen, beruflich Burlesque zu tanzen. Also er ist Burlesque-Tänzer. Und ich habe ihn eben interviewt. Denn er kam eben dazu und er erklärt mir da als erstes, für den ersten Ausschnitt, was denn ein Conferencier ist. Denn er ist bei einer Burlesque-Show der sogenannte Conferencier, nicht der Moderator. Da würde ich gerne mal mit dieser Begrifflichkeit vom Conferencier anfangen. Mhm. Ich kann mir jetzt vorstellen, wie ein Moderator durch einen Abend führt und mir erklärt, was ich als nächstes sehe. Aber was ist der von dir genannte Conferencier? Ist das was Burlesque-Spezifisches? Oh, ganz genau kann ich es dir jetzt nicht sagen, da bin ich jetzt nicht so geschichtlich bewandert, aber für mich ist der Conferencier im Vergleich zum Moderator nicht nur jemand, der von Punkt zu Punkt leitet und ab und zu mal Späßchen macht, sondern der vor allen Dingen auch durch seinen Charakter, durch seine Art und Weise und auch vielleicht so Zwischendreingaben künstlerischer Art das Publikum in so eine ganz spezielle Atmosphäre taucht. Das ist für mich jetzt mal der Konferencier. Genau. Er erzählt dann auch vieles außen drumherum um das ganze Thema Burlesque, wie es ist aufzutreten. Und ein Thema, das mich dann aber noch weiter beschäftigt hat, ist, nun, wenn er sich da mit Leuten unterhält, beziehungsweise auch seinem direkten Umfeld, wie ist es denn, wenn man sagt so, ja, also ich stehe da schon auf der Bühne und Teil des Ganzen ist auch ein Teil von Nacktheit, also in der Regel nicht komplett, aber sich entkleiden vor anderen Leuten. Und was sagt da sein Umfeld dazu und was sagt seine Frau dazu, dass er da mit dem Burlesque-Tanzen anfängt? Bezüglich des Publikums, wenn ich jetzt von dir auch wieder aufgegriffen dieses Hey, Ausziehen höre, welche Vorurteile erlebst du denn selbst gegenüber dem Burlesque selbst? Und andererseits, wenn du Leuten erzählst, die jetzt im Burlesque nicht geöffnet sind oder das kennen, wie reagieren die denn darauf, wenn du erzählst, ja, und außerdem bin ich Conferencier und tanze manchmal selbst auch im Burlesque? Muss ich tatsächlich erstmal überlegen, dadurch, dass wir in der Zeit leben, wo ja schon so viele Tabubrüche geschehen sind, ist jetzt die Tatsache, dass irgendwo nackte Haut gezeigt wird, nicht per se irgendwie was, wo Leute schockiert in Ohnmacht fallen. Ja, wir haben 2018. Manche verstehen das noch nicht so ganz, aber im Allgemeinen glaube ich, ist schon klar, dass wir in einer Zeit leben in Deutschland, wo vieles einfach akzeptiert wird. Ich kriege eigentlich, wenn ich jemanden das erstmalig erzähle, eigentlich durchaus immer sehr interessiertes und positives Feedback. Vielleicht auch ein bisschen mit einem leicht überforderten Tonfall. Oh ja, toll, wow und dann kommen langsam so die Fragen, ne, so und so richtig mit Ausziehen und so. Sage ich ja, so richtig mit Ausziehen und so. Aber und dann erzähle ich vielleicht die Qualitätsmerkmale, von denen ich jetzt auch schon so ein bisschen berichtet habe. Und ja, es ist also durchaus positiv. Diejenigen, die hardcore-mäßig behaupten, es wäre sozusagen ein Teil einer ganz bösen Unterhaltungsmaschinerie und setzen das fast schon gleich wie Pornos im Internet schauen oder so, muss ich sagen, manchen kann ich da einfach nicht helfen. Viele, die größere Ressentiments hatten und dann in der Show waren danach absolut begeistert und haben selbst drüber gelacht, was für Vorurteile sie vielleicht vorher hatten. Aber so ganz erfährt man das, glaube ich, auch nicht, was die Vorurteile genau dann so sind. Ich glaube, da hüllen sich Leute auch gerne ins Schweigen.
Aber sicher, es hat mit der Nacktheit zu tun, es hat mit dem etwas preisgeben, sich entblößen zu tun. Es hat damit zu tun, dass man natürlich mit dem Verruchten so ein bisschen spielt, aber halt in eher alter Spielart, denn heutzutage ist es natürlich per se überhaupt kein Ding mehr, irgendwie ein nacktes Körperteil zu sehen. Aber je mehr du dich in diese Atmosphäre begibst, je mehr du dich auf eine Zeitreise, auch vielleicht ein Stück weit in die 20er und 30er Jahre unterwegs machst, und dann siehst du plötzlich, Vorsicht, Knöchel. Oh. Ja, also ihr merkt schon, Philipp ist ein Mensch, der mir sehr gut zuhören kann. Man merkt auch, der ist jemand, der steht viel auf der Bühne, kann gut reden. Und da fand ich auch jetzt den dritten und letzten Ausschnitt eben dieser ersten Folge interessant. Denn da kam Philipp selbst so ein Stück weit auf das Thema drauf, so burlesque in der Öffentlichkeit, auch gerade vor dem Hinblick des Thema Feminismus und Ähnlichem. Hat eben seine Meinungen gesagt, denn natürlich kann man jetzt sagen, ja, es gibt die Burlesque, und um das ein bisschen vorne wegzunehmen, es gibt auch die Boylesque, also wo sich dann explizit Männer ausziehen, davon erzählt er eben auch sehr viel. Ist das Ganze nicht sehr entwürdigend und degradierend für die Personen, die da auftreten, und was ist das in Zeiten von Feminismus, Postfeminismus? Und da erzählt er uns eben was in Ausschnitt Nummer 3. Und vielleicht muss ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass Burlesque-Tanz und Postfeminismus auch einen großen Zusammenhang haben. Das heißt, es ist unter anderem heutzutage sehr viel, zumindest in der klassischen Burlesque, also mit weiblichen Tänzerinnen, auch viel eine Performance von Frauen für Frauen. Denn da geht es viel darum, mit Schönheitsidealen zu spielen und zu kokettieren. Du musst als Burlesque-Performer nicht den absolut perfekten Body haben. Jetzt mal auf die männliche Ebene gezogen. Ich bin vielleicht auch nicht unsportlich, aber es ist keine Pflicht, dass ich irgendwie einen gestählten Körper habe, nur um in dem Moment als super Erotikobjekt dazustehen, sondern es ist die Art und Weise, welche Aufmerksamkeit man dem eigenen Körper gibt und in diesem Moment, in dieser Performance. Wenn du Anwärter bei den Chippendales bist, dann hast du deutlich drastischere Fitnessstudio-Auflagen zu erfüllen als jetzt in der Burlesque. In der Burlesque ist es generell so, jetzt kommen wir vielleicht wieder mal zurück zu den Frauen, aber ich wollte jetzt einfach auch mal eine Lanze für die Männer brechen. Die müssen auch nicht immer ausschauen wie frisch aus dem Men's Health Magazin. Frauen haben Kurven unter anderem. Und die werden zelebriert. Das ist der Zeit geschuldet natürlich auch und den Schönheitsidealen. Und in der heutigen Zeit ist es auch ein, hey, wir machen mal ein bisschen langsam in der absoluten Selbstoptimierungs-Shape-Your-Body-Zeit. Man kann dick sein, man kann dünn sein, klein, groß, alt, jung. Es ist völlig egal. Es gibt Burlesque-Performerinnen, die sind über 70. Freilich, offen gesprochen, würde da jetzt das eine oder andere vielleicht ein bisschen mehr hängen als in den knackigen 20er Jahren oder so. Aber darum geht es eben gerade nicht. Es geht darum, es sich wert zu sein, sich wirklich so toll aufzuschneckeln, viel Zeit vorm Spiegel auch zu verbringen, sich zu schminken, unglaublich tolle Kostüme anzuziehen, um am Schluss dann einfach etwas darzustellen, was stilistisch viel, viel, viel erhöhter ist als man selber. Und ich habe es mal gesehen, da hat's mich umgehauen. Das war auch bei einem internationalen Fest. Da war eine Performerin aus Australien und die war jetzt, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt dem gängigen Schönheitsideal entsprechend. Und die hat sich lang geschminkt und ich habe das erst nicht gecheckt, was sie da die ganze Zeit macht, weil irgendwie ganz viel war gelb und rot im Gesicht und hä, was soll denn das jetzt? Am Schluss stand da eine wunderschöne Frau, die eine unglaublich in großen, tänzerisch perfekten, gestenreichen Darstellung ein unglaubliches Stück auf die Bühne gebracht hat mit einer unglaublichen Story und unglaublichen Message und jetzt eher mal burlesque untypischer zum Stück von Queen Who Wants to Live Forever. Und da habe ich geheult. Das war mega. Bam. Also, wir gehen über das Schönheitsideal hinaus. Feminismus
Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber wenn jetzt sozusagen die Damen sich da ja dann doch wieder so gefällig schminken, in solche Kostüme gehen, dann ist es ja eigentlich fast wieder das Gegenteil. Da geht es ja dann wieder um dem männlichen Geschlecht gefallen und so weiter. Wo ist denn da der Feminismus hin und so weiter? Und ich sagte ja Postfeminismus. Ich glaube, wer wirklich seine Frau steht, der steht über den Erwartungshaltungen der Chauvis und steht aber auch über den Erwartungshaltungen von eisernen Emanzen. Und damit kann man wunderbar spielen in der Burlesque. Genau. Ansonsten, es geht noch um viele andere Themen, allein in dieser Folge um seine Bühnenfigur. Wie ist es überhaupt Backstage? Wie ist da die Stimmung? Was sind skurrile Erlebnisse, die er hatte? Und auch eine spätere Folge, die ich noch haben werde, mit eben Artin, dem blinden Radiomacher. Da erzählte mir auch sehr viel, wie es ist, so zu arbeiten. Und das vielleicht hier gerade direkt als Aufruf an die Community, er sucht gerade Hilfe bei einem Radioprojekt, weil nicht alles ist für ihn zugänglich, aufgrund seiner eben Behinderung. Und genau, all das wird uns erwarten. Aber Jakob, deine Folge, erzähl uns davon. Also erstmal muss ich wieder sagen, ich habe diese Folge mit dem Burlesque-Tänzer im Grobschnitt gehört. Also ich war beauftragt, den Grobschnitt zu machen. Mich hat die sehr berührt. Ja, und ich habe im Slack unserer Gemeinde ein Versprechen abgegeben, ich werde mir auf jeden Fall einen Burlesque-Tanz angucken, was ich vorher nicht gedacht hätte. Ja, ich möchte gerne zwei Folgen vorstellen, die sich auch in dem Bereich außergewöhnliche Hobbys drehen. Eine Folge bezieht sich auf das LARP, das ist das Live Action Roleplay. Ich habe das selber als Jugendlicher mal gespielt. Das sind diese Leute, die sich mittelalterlich anziehen, so Waffen aus Plastik bauen, aus Latex und sowas und sich dann in riesengroßen Gemeinschaften auf großen Feldern treffen, um dort bis zu einer Woche, teilweise auch länger, zu treffen und dort zu spielen miteinander. Genau, und da ist der Marcel, der Interviewpartner, und er erklärt mal im ersten O-Ton, was das bedeutet, also welches Ausmaß das hat, wenn sich so eine LARP-Community trifft. Also für mich beim LARP das Imposanteste ist eigentlich das Drachenfest, wenn du wirklich mit 5.500 Leuten spielst. Es ist ja wirklich so, dass alle Leute in ihrer Klamotte dort rumlaufen, in unterschiedlichen Fraktionen. Also die Lager sind nach Farben sortiert. Es gibt das rote Lager, das ist das Kriegslager, das blaue Lager, da sitzen die Seeleute. Im grünen Lager sind logischerweise, na wer wohl, die ganzen Elfen und so teilt sich das dann auf 7, 8 Lager auf. Und das Imposante ist halt, alle Leute, die da sind, so reflektiert muss man meiner Meinung nach sein, wenn man LARP spielt, haben eigentlich eine Waffe. Weil wir ziehen uns eigentlich für andere Leute total merkwürdig an. Die eine kleben sich Elfenohren an, der andere zieht sich eine Plattenrüstung bei 30 Grad an. Total Banane. Aber das ist allen Leuten egal, die dort zusammenkommen am Ende des Tages. Und alle sind dann weg, dann gibt's den Marcel nicht mehr, dann ist dann speziell dann der Charakter da und du verlierst halt für 4, 5 Tage absolut meiner Meinung nach so ein bisschen den Bezug zur realen Welt. Weil du bist in deiner Rolle und du spielst dann halt mit verdammt vielen Spielern diese Rolle aus. Und das ist schon sehr imposant, gerade wenn es dann auch um sogenannten Schlachten geht, wenn dann auf einmal 500 gegen 500 Leute gegeneinander antreten. Halt beim Schwertkampf oder halt um irgendwas zu bekommen, um irgendwas zu befreien oder was auch immer. Und das sind immer so relativ imposante Momente, die man dann hat. Schöne Momente gibt es auch. Kleine Momente, wenn man ein besonders schönes Spiel hatte. Es kann auch sein beim LARP, dass man schön gespielt hat und einfach nur schön stirbt, weil der andere einfach nur gut gespielt hat und man ermöglicht ihm die Möglichkeit, diese Erinnerung mit seinem Charakter mitzunehmen, indem man irgendwie, keine Ahnung, wunderbar aufschreit und umkippt. Also solche Möglichkeiten gibt es natürlich auch. Und von daher, so pauschal kann man das nicht sagen, weil es ist wie im richtigen Leben, so blöd es auch klingt. Es gibt immer so die schönen Momente, die man in der Rolle hat, im Spiel hat und imposant sind immer große Schlachten, wenn mehrere Spielergruppen aufeinandertreffen. Ja, also wow. das,
Sehr, sehr beeindruckend. Der Marcel erzählt in der Folge, wie er überhaupt dazu gekommen ist, sich einen an die Waffel zu hängen sozusagen, und erzählt auch, wie das ist, wenn er mit seiner kompletten Montur, er ist dann, glaube ich, ein Captain, ein Piratencaptain oder sowas, da durch, was war es, Wanne Eickel oder so läuft und wie dann so das Umfeld reagiert. Und was ich auch sehr spannend fand, wie ist das denn eigentlich, es gibt nämlich auch käufliche Liebe auf einem Lab. Wie wird das eigentlich zelebriert und ausgespielt? Sehr, sehr interessant, sehr hörenswert. Ich habe diese Folge zusammen mit Paul gemacht. Paul ist auch ein Mitstreiter bei uns im Hashtag-Mensch-Team. Und wir haben dieses LARP-Gebaren, dieses Hobby gegenübergestellt in einer und derselben Folge mit dem Cosplay. Cosplay ist eben Costume Play, ein Trend, der aus Japan kommt und wo es darum geht, einen vorgegebenen Charakter, der meistens aus Videospielen stammt, oder aus Mangas, Animes, Comics, so gut wie möglich nachzustellen an der eigenen Person. Also auch ein Spiel mit Identität und mit der Reichhaltigkeit von Kostümen. Und ich habe das, in dem Fall ist der Nick der Interviewpartner, der kommt aus dem Improvisationstheater und aus einer Musical-Darstellergruppe, und im Prinzip treiben sie das Cosplay so ein bisschen auf die Spitze, indem sie daraus ein Schauspiel machen, aber eben auch auf großen Conventions auftreten und dort immer in so kleinen Bühnendarstellungen von ungefähr 3 bis 5 Minuten länger, so kann man sich das vorstellen, ihren sich angeeigneten Charakter repräsentieren. Und Nick habe ich auch die Frage gestellt, was ihn eigentlich beim Cosplay, was ihn daran so reizt. Also ich glaube, das Interessanteste bei den Cosplay-Conventions sind meistens die Cosplay-Wettbewerbe, weil das ist irgendwie, da kommt alles zusammen. In Deutschland ist tatsächlich auch der Trend, dass wenn man an so einem Wettbewerb teilnimmt, dass man sich auch eine Performance überlegt. Die geht meistens nur so ein paar Minuten, aber da kommen die Leute auf so kreative Ideen. Manche singen was, während sie ihren Charakter darstellen, oder spielen eine kurze Szene vor, so wie wir das eben auch in langer Form dann in den Musicals machen. Und im Anschluss wird dann sowohl die Performance als auch das Kostüm nochmal komplett belichtet, geguckt, wie wurde das hergestellt, wie viel wurde eben auch gekauft, um nochmal auf das Thema zu kommen. Und teilweise gibt's da auch einfach so krasse Preise dann am Ende. Aber wenn man bedenkt, wie viel Mühe sich da auch einfach gegeben wird und wie viel Mühe in den Kostümen steckt, in den Überlegungen, was man da präsentiert, dann ist das echt eine richtig coole Sache. Und manchmal gibt's dann eben auch wirklich Performances, die auch ein bisschen an die Tränendrüse gehen. Also so Thema Dramaturgie. Da muss man manchmal schon schlucken, weil eben natürlich auch, anders als beim LARP vielleicht, der Charakter ja quasi vorher schon steht. Das heißt, wenn wir da jetzt einen Charakter aus einem Videospiel haben, zum Beispiel den Helden Link aus The Legend of Zelda, dann hat der natürlich schon eine bestimmte Vorgeschichte, die er mitbringt. Und je nachdem, wie man das dann in Szene setzt, da spielt dann natürlich auch so ein bisschen der Nostalgiefaktor mit rein. Und das finde ich immer richtig beeindruckend, was die Leute da zeigen mit ihrem Kostüm und eben auch mit den Sachen, die sie vorstellen. Ja, sehr, sehr spannend ist es, zwischen diesen beiden sehr abgefahrenen Hobbys Bezüge herzustellen. Und das tun wir in der Folge. Es gibt vergleichbare Trends, wie zum Beispiel eben die Kommerzialisierung. Also hat man überhaupt Chancen noch, so ein Hobby auszuüben, ohne jetzt viel Geldmittel einzusetzen, um als, also nicht professioneller, aber als ambitionierter Spieler, Darsteller wahrgenommen zu werden zum Beispiel. Aber wir reden auch über Sexismus. Wie ist das im Cosplay? Großes, großes Thema, auch im LARP dann. Nicht ganz so dezidiert, aber trotzdem auch ein Thema. Und ja, eine sehr spannende Folge natürlich und sehr hörenswert. Auf jeden Fall. Natürlich. Auf jeden Fall. Ja, und ich werde, der letzte Ausschnitt, den ihr jetzt hören werdet, ist aus Fit bleiben im Alter. Das ist die 4. Folge in der 1. Staffel. Da haben wir mit der Mutter von einem Moderator, von Christian, der auch Teil dieser Folge ist, gesprochen. Die ist die Gästin heißt Heidi und ist 84 Jahre alt und ist noch unglaublich fit für ihr Alter. Die hat auch noch bis quasi 70 Leichtathletik-Abzeichen gemacht. Die ist da unglaublich fit. Und wir haben so ein bisschen mit ihr gesprochen, wie ist es denn, alt zu werden? Weil sie war immer sehr sportlich, sehr musikbegeistert, hat immer extrem viel gemacht. Und irgendwann mal kommt einem halt dann das Alter und die Gesundheit entgegen und wie sie damit umgeht.
Und das ist eine sehr faszinierende Person. Sie ist damals noch über die Berliner Luftbrücke vom Osten in den Westen gekommen, ist dann, hat in Frankenstein aufgewachsen und musste da auch schon mal kämpfen, weil es nicht so einfach war. Ja, und ich habe tatsächlich, habe ich ihr die Frage gestellt, wann fühlt man sich denn alt? Weil sie ist halt so fit, also denkst so, ja, das Alter kommt ja nie, aber das Alter ist ja theoretisch auf dem Papier, aber wann ist denn wirklich das Gefühl da, dass man alt ist? Und diesen Ausschnitt möchte ich euch gerne vorspielen. Gab es jemals einen Augenblick, wo du gedacht hast, ich bin alt? Oder hast du dich jemals alt gefühlt? Oh, schwere Frage. Ja, es ist auch so, vielleicht so, wenn man mit Freunden im gleichen Alter spricht, jetzt am in einem Chorwochenende, alle sind sie im gleichen Alter und jeder sagt, ja, naja, das kann man nicht mehr und das kann man nicht mehr, man wird halt alt. Das, das Wort kommt immer wieder vor und das nimmt man natürlich hin. Bleibt einem ja nichts anderes übrig. Aber ich hätte schon gerne anders. Ja, aber das sagt also, man mit, also, mit Mitte 50 sagt man das auch schon und auch eigentlich fast in jedem Alter, vielleicht nicht ganz, wenn man ganz super jung ist, aber irgendwann kommt dieses Wort alt. Also es gibt ja nun keine Definition, ab wann man alt ist. Da war, wollte ich ja vorhin auch mal rausfinden. Ja. Auch Lara, wann ist man denn alt? Wann, ich glaube, da gibt es keine wann Zahl. Wann ist man denn alt oder wann, wann empfindet man sich wirklich als alt? Also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, auf, mit wem man vergleicht. Also ich bin jetzt im dritten Semester und ich bin ja einen Zacken älter, weil ich ja vorher schon was gemacht habe. Also ich bin jetzt 29 und ich sitze halt mit 21-Jährigen zusammen. Und da bist du schon alt. Ja, da fühle ich mich tatsächlich sehr, sehr alt, weil die in einem komplett anderen Kosmos leben als ich. Für sie sind andere Dinge wichtig, die für mich nicht mehr wichtig sind. Und ja, und dementsprechend ja, da fühle ich mich alt, aber ich denke, gerade wenn man so auf die 80 zugeht, da geht ja einem, wird gesagt, auch der Vergleich aus, ne? Weil nach oben hin ist es ja nicht unendlich. Ja, ja. Naja, gut, ich meine, was alle, so sag mal, Medien und ich mache zum Beispiel jetzt so immer so ein Quizduell mit, ja, da sind Fragen drin. Da habe ich die Worte, die die erfragen, noch nicht mal gehört. Das sind dann irgendwelche Bands oder Sänger. Also das, da bin ich völlig raus aus diesem Metier. Ja gut, das passiert in vielen Bereichen auch, wenn man versucht, up to date zu bleiben. Also mir geht's ja auch so, ich bin hier in diesem Podcast Hashtag Mensch, den die Lara so nett leitet und dann muss man da einen Slack machen und einen Lifehack beschreiben und das sind auch Worte, wo ich erstmal noch nie gehört habe. Was es ist, also passiert jedem. Aber wie gesagt, mir geht's auch manchmal so, wenn ich mit den 20-Jährigen so diskutiere und denke, okay, was ist das jetzt nochmal? Das habe ich noch nie gehört und dann ja, also ich habe auch wirklich bei meinem ersten Tag, im ersten Semester bin ich zu einer hingegangen, die war 19 und habe sie ganz vorsichtig gefragt, ob sie weiß, was eigentlich Kassetten sind, ob sie das noch benutzt hat. Und sie meinte, ja, gerade so, Kassetten hatte sie als Kind zwar noch benutzt, aber sie hätte keinen Discman gehabt, sie hätte gleich einen MP3-Player gehabt und da war ich auch, also ich hätte irgendwie vermutet, dass sie zumindest einen Discman gehabt hätte. Aber nicht unbedingt eine Kassette, aber das war auch schon da, habe ich gemerkt, dass so die 10 Jahre Unterschied sind trotzdem ein Unterschied letztendlich. Und ich glaube, es geht fast jeder Altersgruppe in irgendeiner Art und Weise und man muss es halt dann irgendwo akzeptieren, aber es war mir vielleicht auch schwer, das zu akzeptieren. Ja. Ja, so viel dazu. Großartig. Aber jetzt muss ich dich doch mal fragen, Lara. Wenn jetzt so die erste Staffel langsam im Kasten ist, was ist denn dein Lifehack für Staffel 2? Oh. Was sage ich jetzt da? Was ist mein Lifehack? Also ich würde eher so erfahrungsgemäß alles ein bisschen lockerer angehen. Also es ist kein richtiger Lifehack. Ich würde sagen so,
oder der Lifehack wäre so einfach. Ich hab mir tatsächlich mal im Slack irgendwann mal so geschrieben, das weiß ich noch, zu mir selbst oder kam Slack kann man sich auch selbst Nachrichten schicken, so als, quasi als Ablage. Da habe ich mir geschrieben, oh Lara, es sind nur Menschen. Ah, das ist vielleicht, das ist dann so mein Mantra für meinen Lifehack für nächstes Mal. So ein bisschen das locker anzugehen, weil ja, wir doch dann jetzt schon Premiere hatten und das alles rauskommt. Aber ich weiß nicht, was ist denn dein Lifehack? Was ist... Do it. Also das ist wirklich ein... Das hast du jetzt auch getan, ja. Ja, ja, also wirklich vom puh, aber ich habe doch bis jetzt nur Comedy-Kram gemacht und wer weiß, ob... Nein, das funktioniert schon. Und wenn es nichts wird, dann zur Not strahlt man es halt nicht aus, ne? Also, wenn es wirklich ganz, ganz schlimm laufen würde. Aber man fällt nicht tief. Also, nie. Ja, gut. In dem Umfeld, das ist das Schöne. Also, wir haben ja keine Pflicht, dass wir sagen, hey, die Folge am Montag, am Sonntag muss die stehen und am Freitag stelle ich fest, mein Gegenüber ist jemand, dem zuzuhören, da schläft man schon als Interviewpartner ein. Da kriege ich nichts draus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, das passiert ja in der Form nicht. Wir haben ja immer die Chance, noch zu revidieren. Wir können das Thema nochmal ändern. Wir hatten ja auch schon tatsächlich auch im Trailer angekündigte Themen, die wir aufgrund von Personen nicht mehr machen konnten, weil uns jemand abgesprungen ist, weil was dazwischen kam. Also, wie es natürlich so ist, wenn man Interviewpartner 1, Moderator 1 und Moderator 2 eventuell auch noch alle in ein Boot holen muss, zu einem Termin hinkriegen muss. Ja, das kann schon mal schwer werden. Und gerade wenn man an jemanden Interessanten ran möchte, der oder diejenige nicht so viel Zeit hat. Ja, und das ist jetzt auch ein gutes Stichwort, falls ihr gerne selbst mal das Gefühl habt, ihr habt einen guten Themenvorschlag, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt einen guten Gästevorschlag oder das Gefühl habt, hey, ich habe was wirklich Tolles zu erzählen, ihr dürft euch gerne immer melden. Oder seid ein guter Gast oder... Ja, yeah, ja. Oder habt ein Thema. Ja, wie gesagt, wenn ihr ein Thema habt, oder ihr das Gefühl habt, ja, das könnte in unserem Podcast passen, ihr könnt euch melden, wir können immer reden. Wir sind immer sehr froh, wenn Gäste zu uns kommen und wir nicht Gäste suchen müssen, weil das ist wesentlich schwieriger, die Akquise zu machen nach Gästen. Und ja, auf jeden Fall dürft ihr euch ganz sehr freuen auf diese erste Staffel, die am 31. August rausgeht. Und damit es keine Verwirrung gibt im Podcatcher, es wird Hashtag Mensch wird ausgeschrieben, also Hashtag wird ausgeschrieben. Und Mensch natürlich auch dementsprechend. Und was nicht? Jakob, hast du noch was zu sagen? Ja, abonniert uns, ja. Natürlich. Also der Feed ist schon online, man kann jetzt schon abonnieren. Da ist nur der Trailer drin, aber... Es wird dann peu à peu befüllt. Genau. 31. August um 19 Uhr geht die erste Folge online. Das wird die Burlesque-Folge sein. Falls jetzt nicht noch Fragen bestehen würden, ich gucke jetzt mal in die Runde. Keiner hebt die Hand. Nein, keine Freiwilligen. Gut. Dann dürfen sich jetzt alle einen Flyer abgreifen. Genau, ihr kriegt jetzt alle einen Flyer mit einem Magnet. Mit Kühlschrankmagnet. Einmalig, gibt es nur auf dem Podstock. Ja, genau. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auch vielen Dank an alle, die zu Hause zugucken und auch ein Stück weit Dankeschön an die Gäste, die bei uns mitgemacht haben. Ja. Ohne die wäre es ja auch nicht gegangen. Und danke an dich, Lara, dass du das Ganze ins Leben gerufen hast. Danke an euch, danke an das gesamte Team. Großes Shoutout an alle, die nicht hier sind und trotzdem mitgewirkt haben. Genau, mitgewerkelt haben, genau. Und mitwirken werden. Ja, genau. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.